Bonus Nauroceratis caucasica Steckling. Wir haben dem hier alle Blätter abgeschnitten, nicht abgerissen, um nicht das Holz und das Kambium zu zerstören. Und das mitteloberste und heiße Blatt sowieso, um die Verdunstungskante zu minimieren. Und die oberen zwei haben wir abgeschnitten. Und so haben wir schon einen schönen Steckling. Nochmal. Kirsch haben wir. Bonus Nauroceratis caucasica. 80 bis 100 kostet 10 Euro. 2021, jetzt haben wir 22. Jetzt wird die schon mehr kosten. So, jetzt gehen wir mal zurück und schauen die Form weiter an. Wir wollen hier eine konsistente, nicht nach außen wachsende haben. Und darum müssen wir jeden abschneiden, der nach innen wächst, nach außen wächst. Hier. In diesem Fall schneiden wir den dann ein bisschen an. Bleiben. Und von der Höhe, da muss man sich vertanen, muss man immer auf die Augen schneiden, wo man hin wünscht, dass diese Pflanze sich weiterentwickelt. Diesen Fall wollen wir ihn hier haben. Dann schneiden wir den hier. Können wir nochmal zeigen, wie wir den Steckling gewinnen. Ganz einfach, alle Blätter abschneiden. Ganz wichtig ist, mittleres haben wir nicht, einzukürzen, um die Verdunstungskälte zu minimieren. Und dann haben wir schon einen Steckling mehr gewonnen. Wenn man abreißen würde, reißt man hier zu große Löcher rein. Das wollen wir nicht. Da kann man den gleich kübeln. So, dann schauen wir den nächsten an. Den wollen wir ungefähr diese Höhe haben, dass er nach oben wächst. Und schneiden wir ihn hier ab. Und aus der Nähe. Schere und Schnitt. Werden wir den Steckling nochmal dienen. Arme den schönen. Alle dann abschneiden. Soll nun mal 15 bis 20 cm sein und einjähriges zum maximal zweijähriges Holz ideal leicht verholzt. Das mittlere Blatt kommt weg und die werden hier eingekürzt. Eine schöne Schnellmachung. Und wir haben schon wieder einen schönen Steckling. So. Dann machen wir weiter. Hier haben wir einen hohen, den wollen wir wieder haben, dass er nach innen wächst. Müssen wir ihm ein Blatt suchen, was nach innen wächst. In dem Fall können wir es auch höher lassen. Dann haben wir hier und schneiden den ab. So, und weg. Den können wir ein bisschen einkürzen, was auch nach innen wächst. Dass wir alle Höhen von dem haben, kommt der nächste dran. Die äußeren kann man niedriger schneiden. Den höher, den wollen wir hier, dass die schön buschig werden. Den werden wir niedriger schneiden, dass er nach außen wächst. Wir müssen genau dieses Auge hier schneiden. So, ein bisschen stärker geworden, aber da wird der Steckling natürlich auch besser wachsen. Wenn wir das dann mit dem anderen vergleichen, sieht man schon, dass die einen buschig sind und die anderen nicht. Dann fahren wir hier gleich fort. Zum Schneiden. Den geraden kommen lassen. Den wollen wir in der Höhe haben und nach hinten lassen. Da bekommt man ein Auge nach hinten. Das ist hier rein. Den kleinen kann man wieder lassen. Und oben schneiden nach innen. Das haben wir hier. Und bei diesem Auge nach hinten innen ist das Auge hier. Sehr gut. Dann werden wir mal schauen.
Und die Stecken gewinnen. Die haben wir hier wieder schön. Und schneiden wir jeden wieder schön an. Und Stecklingen. So, das mittlere weg. Und die um die Verdunstungskälte. Um die Verdunstung zu minimieren, schneiden wir wieder ab. Und dann haben wir schon den Steckling. Sehr gut. Machen wir mit dem nächsten Mal genauso. So, vorsichtig anschneiden. So, nicht die Augen verletzen. Das wollen wir nicht. Alle runterschnipseln. Besonders das Terminalblatt in der Mitte und die kürzen wieder ein. Und dann haben wir schon den nächsten Steckling. Dann haben wir echt viele Stecklinge zum Schneiden, und einen besonders großen. Da setzt man natürlich große Hoffnung in so einen großen Steckling, dass da schnell eine große Pflanze daraus wird. Könnte man noch zwei teilen, mache ich aber in diesem Fall nicht. Schneiden dem schön alle Blätter weg. Ganz wichtig, dann wenn wir nach oben kommen zum Terminalblatt, um das Längenwachstum zu begrenzen, ist natürlich das mittlere Blatt. Wenn das schon so groß ist, lassen wir dem einmal welche dran. Und fahren dann zum nächsten vor. Dann schneiden wir wieder schön alle an. Und darunter. Der hat dann die ideale Länge ungefähr. Und man kann sie mit oder ohne gespannte Luft abschneiden. Die Wurzeln. Ich bevorzuge leicht gespannte Luft. Und da haben wir nochmal unseren Kirschnobär. Dann werden wir gleich dann das Blatt drunter nehmen. Zum Trinken. Wir brauchen die Mittel. Es können vollsonnig stehen, halbsonnig und absonnig. Höhe 3 bis 4 Meter. Pflanzabstand 0,3 bis 0,5 Meter. pH-Wert ist 6 bis 7. So, und von oben sind die dann schon schön gerade. Und haben eine schöne Form, wie wir das wollen. Die Augen innen. Dann können wir nun schon zum nächsten vorfahren. So. Schneiden wir den. Den nächsten haben wir genau hingewächst. Der wird dann hier geschnitten. Und dann kommen wir gleich den nächsten Steckling. Seine Blätter abschneiden und dann wieder eins zu. Und wir haben den nächsten. Den kann man lassen und abschneiden bei dem nächsten. Den Fall nehmen wir auf ein Auge nach innen schneiden. Da ist ein schön buschig nach innen wächst, das haben wir hier. Dann haben wir die Blätter runter und können wir mal testen, ob auch so ein Mini was wird. Ganz wichtig, um Verdunstungskette minimieren, die alle abschneiden. Und den nächsten können wir lassen. Kann natürlich kürzen, wenn man will. Dann noch ein bisschen abschneiden. Da so. Aber de facto passt er. Und von hinten sieht es dann so aus, dass die dann schön buschig nach oben wachsen. In verschiedenen Höhen schneiden.